Bei Social Media zieht Louis Teichmann regelmäßig über 1 Million Menschen in seinen Bann. Und das nicht mit Fashion oder Reisetipps, sondern mit seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter. Und neben wundervoll unterhaltsamen Sketchen stellt er dabei sich selbst und uns allen die kritische Frage, wer rettet eigentlich den Rettungsdienst? Schönen guten Morgen, Louis. Moin. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Moin, wir sind richtige Hamburger. Über 1,1 Millionen Menschen folgen dir bei Social Media. Und was du da genau veranstaltest, das gucken wir jetzt mal an. Genau das ist der Grund, warum wir bei penetrierenden Stichverletzungen niemals den Gegenstand entfernen, bevor wir im Krankenhaus sind. Einsätze, bei denen ich schon sprach und ratlos war. Hallo, Sie haben uns angerufen. Was passiert? Na gut, dass Sie schon da sind. Ich habe so schlecht geschlafen. Das hat man schon mal. Warum haben Sie denn angerufen? Sagte ich ja gerade, weil ich schlecht geschlafen habe. Mit was? Sie haben uns angerufen, weil Sie schlecht geschlafen haben? Ja. Okay, und was sollen wir jetzt hier? Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht irgendwas dazu sagen. Was sollen wir Ihnen dazu sagen? Wenn Sie was geträumt haben, dann geben Sie bei Google Traumdeutung ein, dann kann Google jemand dazu sagen. Hallo, der Rettungsdienst, haben Sie uns gerufen? Ja. Okay, und wo sollen wir hin? Am besten ins Elisabeth-Krankenhaus. Nee, wir meinten eigentlich, wo der Patient ist. Ach so, ja, die holt noch gerade ihre Tasche und dann kommt sie. So leicht bringst du den Rettungsdienst in unter 30 Sekunden auf 180. Hierzu begrüßt ihr den Rettungsdienst mit einem herzlichen... Ah, sehr gut, das Taxi ist da. Nun sollte die Laune spürbar sinken. Um das aber noch zu toppen, antwortet ihr auf die Frage, was denn genau passiert ist. Passiert ist eigentlich nichts. Ich habe das jetzt schon seit ein paar Wochen. Nun wird der Rettungsdienst eine Faust in der Tasche machen und euch dann fragen, was denn euer Hausarzt dazu sagt. Worauf ihr dann am besten antwortet... Hausarzt? Ich habe keinen Hausarzt. Gibt doch Sie. Das ist... Also, zu Recht gucken das sehr, sehr viele Menschen. Ne? Wundervoll unterhaltsam und dabei aber natürlich eigentlich... auch sehr kritisch. Was sind denn die vorherrschenden Themen für Rettungskräfte im Alltag? Was kommt da wirklich auf euch zu? Also zum einen beobachten wir, ich habe ja 2014 angefangen und ich muss sagen, auch ich kann jetzt, seitdem ich jetzt 8 Jahre dabei bin, auch von einer Beobachtung schon sprechen, von einer Entwicklung, die man beobachtet. Von einem gestiegenen Anspruchsverhalten kann man es nennen oder vielleicht auch etwas erhöhtem Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. Dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich jetzt früher gemerkt habe, irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir so ein Zwicken in der Brust rechts, keine Ahnung, gehe ich mal morgen mit zum Hausarzt, dann bemerkt man jetzt, okay, der Patient, der möchte das jetzt sofort abgeklärt haben. Und das geht dann einher mit dieser 24-7-Service-Mentalität, wie ich sie mal nenne, also 24-7-Verfügbarkeit. Und ich habe den Eindruck, das wurde jetzt auch ein bisschen beschleunigt durch die Corona-Pandemie, die Menschen waren viel zu Hause. Dass wir jetzt immer häufiger konsultiert werden mit Einsätzen, wo man jetzt sagen würde, okay, das liegt jetzt nicht in der originären Zuständigkeit des Rettungsdienstes. Okay, mal ganz kurz. Du hast eben gesagt, gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Das klingt eher so ein bisschen nach so Hypochondermäßig, ne? Also man ruft an wegen jedes kleinen Zwickens. Ja, genau. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute eine Hypochondrie haben. Ich denke, das würde zu weit gehen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Leute vielleicht auch durch... Vielleicht ist es, weil man auch Dinge viel zu leicht googeln kann, dass man da vielleicht dann abends sitzt. Und das beobachten wir dann insbesondere bei alleinlebenden Menschen, dass man dann um 3, 4 Uhr morgens plötzlich die ganze Nacht, irgendwie war die Person wach vor dem Fernseher, wird man dann zu Beschwerden alarmiert, die so schon seit mehreren Wochen bestehen. Und da stellen wir dann natürlich die Frage, okay, aber was ist denn jetzt wirklich akut passiert, dass sie dann jetzt gesagt haben, die 112. Das können die Leute uns dann gar nicht mehr sagen. Also nicht so wie beim Herzinfarkt, ich habe plötzlich Brustschmerzen bekommen, dann habe ich den Notruf gewählt, sondern es ist eher so eine schleichende Entwicklung dann und dann irgendwann sagt man, nee, ich muss es jetzt mal abgeklärt haben. Und die maximale Versorgung oder die maximale Abklärungssicherheit bietet ja im Prinzip nur die Notaufnahme. Und viele Menschen glauben auch, dass man nur mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme kommt, beziehungsweise, dass man mit uns auch schneller drankommt. Und das ist übrigens ein typischer Trugschluss. Also natürlich ist der Rettungsdienst tendenziell immer als erster dran, weil die Patienten meist schwerer erkrankt sind. Wenn man jetzt aber selbst in die Notaufnahme geht und sagt, ich habe jetzt massive Brustschmerzen links, dann wird man nicht 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde warten, nur weil man nicht mit dem Rettungsdienst gekommen ist. Und umgekehrt auch nicht, wenn du mit dem RTW kommst und sagst, genau. Ich habe seit 4 Wochen aber so ein Zwicken im Arm, richtig. Kommst du trotzdem nicht gleich dran. Richtig, genau. Was sind denn so, also wirklich die absurdesten Geschichten, die du erlebt hast? Wo wird es wirklich schwierig für dich? Also was sehr absurd war und das hat uns auch wirklich lange beschäftigt, war ein Patient, der das System wirklich ad absurdum geführt hat, indem er 3 bis 4 Mal am Tag den Rettungsdienst gerufen hat, weil er über Brustschmerzen geklagt hat. Die Brustschmerzen, die hatte er vielleicht auch, das waren aber nicht auf Basis eines Herzinfarktes, sondern er hatte eben auch ein Alkoholproblem und immer wenn er eben eine gewisse Menge getrunken hat, haben sich dann diese Brustschmerzen geäußert. Und das hat dann dazu geführt, dass er wirklich immer
3 bis 4 Mal am Tag fast auch zu den gleichen Uhrzeiten angerufen hat. Und es war dann wirklich so, dass ich teilweise, wenn ich so Nachtblöcke hatte, morgens um 6 Uhr, der letzte Patient war er. Und wenn ich dann abends um 19 Uhr wiedergekommen bin, der erste Patient war er. Und aber wie geht man denn damit um? Ich meine, das ist so absurd. Und seid ihr verpflichtet zu kommen dann jedes Mal? Da sind wir dann wieder in Deutschland. Man kann 99 Mal das System jetzt, ich will es jetzt nicht missbrauchen nennen, aber ad absurdum führen. Aber trotzdem hat man beim 100. Mal natürlich den Anspruch, dass wenn man dann was hat, dass man die volle Versorgung bekommt. Und das bedeutet natürlich, dass dann immer wieder ein Rettungswagen dorthin fährt. Und also die Kollegen haben alles versucht im Prinzip. Die haben versucht, mit ihm zu sprechen und dachten, okay, jetzt machen wir das mal so. Und jetzt bestellen wir mal einen Notarzt nach, jetzt rufen wir die Polizei. Es hat alles nichts geholfen. Im Prinzip ist man den dann über 2 Jahre 3 bis 4 Mal am Tag gefahren. Kann man sich ausrechnen. Im Prinzip hat er einen ganzen Rettungswagen finanziert. Und da würde ich sogar sagen oder so weit gehen, zu sagen, dass jeder Rettungsdienstler in der Stadt einen Patienten hat, mindestens einen, der genau in der Häufigkeit Kontakt mit dem Rettungsdienst hat. Also wir sprechen da auch von vielen sozialen Indikationen. Es gibt so die klassischen Hotspot-Bereiche, die wird es auch hier in Hamburg geben, wo sich eben also eine klassische Alkohol-Drogenszene tummelt. Und da sind wirklich Patienten, da fährt man 3 Mal am Tag hin und da denkt man sich um 15 Uhr, wir haben den doch erst um 9 Uhr morgens ins Krankenhaus gebracht und jetzt stehen wir schon wieder hier. Und das zehrt natürlich auch an einem, weil man irgendwie frustriert, weil man merkt, man kommt nicht weiter, man dreht sich im Kreis. Wenn ich denn mal die 112 wählen sollte, was könnte ich denn tun, um den Einsatz so reibungslos wie möglich zu machen? Da würde jetzt wahrscheinlich jeder Leitstellendisponent immer sagen, Mund halten, zuhören. Das ist immer der Spruch. Mund halten, zuhören? Richtig. Also meine Frage ist nämlich immer, ich habe erst 2 Mal in meinem Leben die 112 gerufen. Ich habe damals als Kind gelernt, man muss diese 5 Ws können und ich wüsste sie jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ne? Nee, genau, und das ist der Punkt. Also jeder Leitstellendisponent würde jetzt sagen, diese 5-W-Fragen, muss keiner wissen. Mund halten, zuhören, das bedeutet, ich muss nur eins wissen, nämlich wo befinde ich mich, wo bin ich? Und in welcher Etage, welches Klingelschild, wenn ich auf der Straße bin, welche Hausnummer, Höhe, welche Hausnummer. Das muss ich wissen, weil die erste Frage überall in Deutschland ist immer Notruf, Feuerwehr, irgendwas, wo genau ist der Notfallort? Und dann möchte man eben hören, in der so und so viel Straße, Hausnummer sowieso, Etage sowieso. Und ab dann stellt der Disponent die Fragen, die er benötigt, um den Einsatz entsprechend optimal auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, ich muss gar nichts wissen, ich muss nur auf die Fragen antworten. Okay, wann sollte ich denn überhaupt anrufen? Ja, das ist auch immer so eine schöne Frage. Mein Problem ist immer bei solchen Dingen, wenn man anfängt aufzuzählen, dann vergisst man irgendetwas. Aber ich bin der Meinung, dass man das ganz so gut so vielleicht zusammenfassen kann, wenn man selbst jetzt an einem Punkt angelangt ist, gesundheitlich, dass man sagt, okay, es geht einfach nicht mehr und es gibt keine weiteren Eskalationsstufen. Ich kann keinen ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, weil der würde mir wahrscheinlich viel zu lange dauern, bis der da ist. Ich habe keine Familie, die ich irgendwie zu Rate ziehen kann. Es muss jetzt was passieren. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, es muss jetzt wirklich was passieren, damit sich mein Zustand verbessert, weil ich sonst glaube, dass es nicht mehr weitergeht in irgendeiner Form für mich, dann sollte man auf jeden Fall den Notruf wählen. Und ansonsten darf man natürlich nicht vergessen, 24/7 steht eben auch zur Verfügung, die 116 117, der ärztliche Bereitschaftsdienst. Und dort wartet man leider 30 bis wahrscheinlich 40 Minuten manchmal am Telefon, aber bekommt dann dort eine etwas umfangreichere Einschätzung via Telefon. Und ansonsten Tipps für die Angehörigen. Du hast ein wundervolles Video über die 3 unterschiedlichen Typen, die auf der Straße stehen und im RTW. Einer davon war ich. Also was sind konkrete Tipps? Ja, also wir verbringen unfassbar viel Zeit damit, Hausnummern zu suchen, weil es so kleine Designerhausnummern, die keiner entziffern kann, nicht beleuchtet. Also jetzt vielleicht als erste Maßnahme mal eine große Hausnummer und am besten beleuchtet. Das als erster Tipp. Wenn sowieso immer Familie Probleme hat, zu einem zu finden, wenn man sagt, ja, ihr kommt morgen zum Kaffee, wir wohnen da und da und ach, ihr seid mal wieder vorbei, ja, das passiert jedem, dann nicht erwarten, dass wir wissen, wo es irgendwie hingeht. Also wir sind auch nur Menschen, wir haben 0 extra Informationen, das vielleicht am Telefon sagen oder eben einen Einweiser zur Straße schicken. Und der dann so dasteht wie ich und richtig mit aufgeregten Händen winkt und genau. In Panik ist, okay. Was sind denn so Geschichten, die dir wirklich nahe gegangen sind? Was hast du an extremen Situationen erlebt? Also ich denke, wo jeder Rettungsdienstler mir jetzt zustimmen wird, alles, was immer sehr dramatisch ist, ist natürlich immer im Zusammenhang mit Kindern. Also man denkt ja, man fährt irgendwie
am Tag nur schwere Verkehrsunfälle oder Sonstiges, aber das ist es nicht mal so. Also glücklicherweise gibt es diese extrem schweren Unfälle nur sehr selten. Und ich habe zum Beispiel auch noch keinen erlebt. Aber was ich tatsächlich schon erlebt habe, ist leider, und da habe ich auch im Buch drüber geschrieben, einen plötzlichen Kindstod, auch als SIDS bezeichnet. Und damals war ich 19 Jahre alt, das bedeutet super frisch. Und Rettungsdienst am Anfang ist sehr aufregend. Man erlebt die ganze Zeit neue Dinge, man ist die ganze Zeit unterwegs und man lernt alles irgendwie neu kennen. Und für mich war das auch alles positiv aufregend alles. Und insbesondere natürlich, wenn man jung ist und da frisch reinkommt, dann hat man diese Ernsthaftigkeit noch nicht so extrem. Und mir ist dann erst bei diesem Einsatz, deshalb war das auch so ein Schock, wirklich so ein Schlag quasi vor den Kopf, dann da so rausgerissen zu werden aus diesem jugendlichen Leichtsinn, aus diesem behüteten Aufgewachsensein, aus diesem, oh, Rettungsdienst, ja so ganz cool, zu, das ist jetzt wirklich so der Ernst des Lebens. Sie hat eine Familie, gerade ihr Kind verloren. Und das ist natürlich extrem belastend. Und ich muss auch dazu sagen, ich kann auch erst jetzt nach 8 Jahren wirklich darüber sprechen, ohne dass mir irgendwie ein kalter Schauer den Rücken runterläuft, weil das wirklich extrem nahe gegangen ist damals. Und das ist sicherlich etwas, wo ich sagen würde, das brauche ich nicht nochmal. Lass uns darüber mal sprechen, weil ich bin Pastor, ne, und als Notfallseelsorger unterwegs und erlebe diese, also ne, wir arbeiten dann Hand in Hand mit euch zusammen, ne? Plötzlicher Kindstod, Suizid, ne, all diese unglaublich traumatisierenden und ja, also richtig erschütternden Erlebnisse, die man dann kurz zur Seite wischen muss, weil man ja weitermachen muss, finde ich nach wie vor herausfordernd. Ne? Also wie ist es bei euch? Habt ihr Supervision? Habt ihr Seelsorgeangebote? Könnt ihr therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen? Wie ist das? Also ich wurde zumindest nie darauf gebrieft, ob wir das haben. Also ich weiß jetzt mittlerweile, dass es sowas gibt. Die Frage ist natürlich immer, man möchte sich, das ist so also diese Krux in der Situation, also man möchte sich selbst ja auch irgendwie nicht über das Leid jetzt der Angehörigen stellen. Und da war ein Notfallseelsorger vor Ort, der hat sich dann allerdings eher um die Angehörigen gekümmert. Uns hatte da jetzt keiner so wirklich auf den Schirm, da ist halt davon ausgegangen, naja gut, die Retter, die werden das schon verkraften so. Das war 2014 noch so, sage ich jetzt mal. Aber ich habe schon gemerkt, also wir haben in einem Podcast mal mit einem Psychologen darüber gesprochen, über belastende Einsätze und Erlebnisse. Dann haben wir ihn gefragt, woran merke ich denn, dass ich einen belastenden Einsatz hatte? Und dann meinte er, ja, woran merken Sie es denn? Und dann ist mir direkt aufgefallen, woran ich es merke. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir relativ lange auf die Kriminalpolizei warten mussten, denn leider ist ja ein plötzlicher Kindstod eine ungeklärte Todesart. Und das hat dann sich sehr lange gezogen und in dieser ganzen Zeit haben wir eben das Leid der Angehörigen, dann ist der Vater noch dazugekommen, wirklich massiv miterlebt, ohne Einfluss darauf nehmen zu können. Also man muss halt auch sagen, was erzähle ich denn als 19-Jähriger irgendwie einer 30-jährigen Mutter, die jetzt ihr Kind verloren hat? Also es gibt ja nichts, was ich da in irgendeiner Form tun könnte oder worüber sprechen könnte. Und ich weiß dann, wir haben das alles so gemacht, da halt gewartet und dann konnten wir fahren. Und das war prompt der letzte Einsatz nach dem Nachtdienst. Und dann sind wir zur Wache gefahren, war eigentlich alles gut. Wir haben uns unterhalten, noch einen kurzen irgendwie Scherze gemacht über irgendwelche anderen Sachen. Und dann saß dort schon die ablösende Besatzung, die wusste überhaupt nicht, was los war. Und die fragte dann, wo wart ihr denn so lange? Und dann wollte ich sagen, wir hatten gerade einen plötzlichen Kindstod, aber mir ist wirklich, und das habe ich noch nie erlebt, aber mir ist wirklich ab dem Satz, wir hatten gerade, ist mir wirklich die Sprache weggegangen und ich konnte nicht mehr sprechen. Also ich wollte das sagen, aber ich konnte es nicht aussprechen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, ich hatte so einen eiskalten Schauer, der mir den Rücken runtergelaufen ist. Da wusste ich, okay, das hat echt was mit dir gemacht gerade. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da auf irgendwie so auf seinen Körper zu hören und das nicht irgendwie dann so immer zu begraben und einfach zu schlucken und irgendwo zu verdrängen, weil irgendwann ploppt das dann wieder hoch. Und ich bin tatsächlich dann damals zum Psychologen gegangen, habe das Ganze aufgearbeitet und kann dann jetzt so frei darüber sprechen. Und ja auch nur bedingt frei, ne? Weil du sagst selber, erst jetzt kannst du darüber sprechen und trotzdem merkt man ja. Das ist immer noch unangenehm, genau, auf jeden Fall. So, das geht ja auch nicht weg, ne? Deswegen, ich kann das, also als Notfallseelsorger kann ich nur sagen, es gibt Menschen für Helfende, die, also Hilfe für Helfende, ne, und für Angehörige. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Also ich brauche das auch immer wieder. Ne? Mhm. Und ich habe häufig das Gefühl, dass das gesellschaftlich untergeht. Ne? Das ist dann so, dann müsst ihr so funktionieren und dann kümmert euch mal und macht was akut und so. Bei aber dass ihr das mit nach Hause nehmt. Wird man dann ja wahrscheinlich auch sagen, der ist ja Notfallseelsorger, der weiß doch, wie man damit umgeht. Genau. Aber auch der muss ja mit jemandem sprechen. Auch wir haben Supervision und genau. Alleine können wir das alles nicht tragen.
Das ist so diese emotionale Schiene, ne, die seelische Belastung. Ihr erlebt auch natürlich zwischendurch also Gewalt, körperliche Gewalt. Gerade in so extremen Situationen wie zum Beispiel Karneval oder sowas. Ne? Was ist dir da begegnet? Also Karneval ist glücklicherweise eigentlich ein sehr freundliches Fest. Ja? Also ist ja bald wieder soweit, aber zumindest bis 20 Uhr ist es eigentlich ein sehr friedliches und glückliches Fest. Und ab 20 Uhr merkt man, okay, der Alkoholpegel ist jetzt bei allen sehr hoch und es ist dunkel, die Nacht bricht herein und dann fängst du dann wirklich an mit Schlägereien und dann wird es unangenehm und dann viel Gezeter, Palaver, sagt man. Und ich hatte das glücklicherweise jetzt in meiner ganzen Zeit erst einmal, dass wirklich jetzt wir auf dem Patienten drauf lagen und den halten mussten, bis die Polizei kommt, weil es irgendwie dann so eskaliert ist, natürlich auch wieder durch Alkohol getriggert. Aber glücklicherweise komme ich da immer entweder gut drum rum oder wir können halt einfach sehr gut deeskalieren. Denn es ist ja auch ein bisschen so, wie es in den Wald hereinruft, so schallt es dann auch hinaus. Und wenn ich natürlich dann irgendwie schon reinkomme und sage, was ist das jetzt hier für ein Schwachsinn und so, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es irgendwie sich hochschaukelt. Also man kann da schon drauf einwirken. Und ich nehme das immer gar nicht so stark vielleicht auch wahr beim Patienten, sondern eher bei den Leuten, die drumherum stehen und, um das mal salopp zu sagen, einfach es besser wissen, uns unsere Arbeit erklären. Ihr müsst das mal so machen, ihr müsst das mal dies machen. Und wenn dann natürlich ein Kollegen hat, der sich da nicht gerne reinreden lässt, dann kann das schon mal hochkommen. Hm. Zwei ganz kurze Fragen habe ich noch, oder vielleicht kannst du sie, sind große Fragen, aber vielleicht kannst du sie kurz beantworten. Das eine, du übst viel Kritik auf deinem Kanal auch, ne? Du sagst, du sprichst so sehr deutlich auch an, was die Missstände sind. Was sind konkrete Lösungsvorschläge? Ja, Digitalisierung wäre mal ein Punkt. Also, Im Sinne von, jeder kann sich ja mal vorstellen, wie er sich jetzt denkt, dass der Rettungsdienst funktioniert. Und dann erzähle ich ihm von Faxgeräten, dann erzähle ich ihm von... Die gibt es tatsächlich noch, ne? Die gibt es tatsächlich noch. Absurd. Faxgeräte von Planquadraten, wo wir im Atlas nach Straßen suchen und. Also ich sage es ganz ehrlich, jeder 15-Jährige hat schneller eine Adresse gefunden als wir. Das ist nicht vielerorts so, aber auch das ist das große Problem. In Deutschland ist das nicht landeseinheitlich, nur in wenigen Bundesländern. Es ist noch nicht mal bundeseinheitlich. Also im Prinzip, wenn ich von Aachen nach Köln fahre, das sind 50 Minuten Fahrt, dann fahre ich durch 5 Rettungsdienstbereiche, die komplett anders funktionieren. Und über alle muss ja die Frage stehen, möchte ich, dass jeder Patient in Deutschland, egal wo er sich befindet, die gleiche hochqualitative Versorgung erhält? Dann wird jeder sagen, ja. Dann muss ich ja fragen, warum ist das dann nicht so? Warum macht Bayern das ganz anders als Baden-Württemberg? Mhm. Wieso funktioniert der Körper in NRW ganz anders als in Hessen? Das sind ja Fragen, die muss man sich ja stellen, weil wie ein Patient behandelt wird, das divergiert komplett durch die ganze Bundesrepublik. Also Digitalisierung, Vereinheitlichung der Abläufe und der Zuständigkeiten. Auf jeden Fall. Okay. Bei all der Kritik, in einem Satz, was liebst du an deinem Job? Jetzt kommt der Satz, der 2 Minuten lang geht. Ja, los geht's. Also das kann man nicht anders sagen, aber es gibt kein besseres Gefühl, als ein Menschenleben zu retten. Das sage ich sehr oft, aber das kann man sich erst vorstellen, wenn man es wirklich gemacht hat. Wenn man zu einem Einsatz kommt, Patient ist reanimationspflichtig und man wirft alles in die Waagschale, man haut alles raus, was man hat an Medikamenten, an Equipment. Danach sieht die Wohnung aus wie ein Schlachtfeld, aber man hat diesen Menschen gerettet, kann den dann mit einem Kreislauf im Krankenhaus übergeben und erfährt dann optimalerweise nach 2-3 Wochen, der ist von intensiv runter, dem geht es wieder gut. Das ist einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl. Danach fühlt man sich auch richtig erfüllt. Da sage ich auch ganz ehrlich, so ist es aber einfach, wenn man 10 Einsätze fährt und man fährt 9-mal vielleicht, überspitzt gesagt, den Betrunkenen einfach nur ins Krankenhaus. Und dieser 10. Einsatz ist dann der, wo man wirklich gebraucht wird. Dann reden alle nur noch über diesen 10. Einsatz und dann war das einfach eine erfolgreiche Schicht. So, dann freut man sich, dass man morgens aufgestanden ist, völlig außer Acht gelassen, dass diese anderen 9 Einsätze vielleicht überhaupt nicht berechtigt waren. Und dazu dieser Abwechslungsreichtum, ich komme morgens hin, ich weiß nicht, was habe ich abends gemacht. Das ist einfach so, war ich auf der Autobahn, war ich in einer anderen Stadt, was ist passiert, war ich bei einer Explosion von einem Wohnhaus, da gibt es ja alles. Und deshalb ist es ein extrem faszinierender, erfüllender und abwechslungsreicher Beruf, den ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Punkt. Luis, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz im Rettungswagen und dass du heute Morgen hier bist und aufklärst über Missstände und über das Wunderbare an diesem Beruf. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Morgen eingeschaltet haben bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.